Stimmt gar nicht, da ist ein Squad drauf, leider nur sehr, sehr spät. Ja, also Anthem ist, glaube ich, technisch nicht ganz perfekt. Aber irgendwie das Spielprinzip reizt mich auch gar nicht aktuell. Ist es ja auch nicht, ist auch nicht für jeden. Body Shield hier, Level 1. Oh, guck mal, da habe ich auch das Golden Scope. Was du gerade hattest, Vincent. Das hatte ich jetzt zwei Runden hintereinander, ey. Ist auch richtig nice, wenn du mit Bangalore spielst. Einfach Smog überall hinschmeißen und die Gegner trotzdem sehen. Was ist das für ein komischer? Oh, so ein Lootbot. Ja, einfach kaputt hauen. Kann sie draufschlagen. Das ist der gleiche Bot, der dir auch Sachen droppt, wenn du Packets aufmachst. Wäh, da hab ich einen Ruckler. Leg, irgendwas. Wie die Devotion. Man, gibst du mir immer die Devotion-Spiel? Lass das doch. Lass das doch. Oh, never mind. Got one here. Phoenix-Kid hat der Junge schon. Er hat aber auch gerade zweimal Phoenix-Kid, ey. Das war auch ziemlich sick. Übrigens noch blaue Armor. Body Shield here. Level 2. Hat er eine Prowler? Nope. So, wir gehen ja nochmal hoch. Ich weiß, ich war hier gerade schon oben. Aber wir gehen jetzt bei Marvin Ninja looten auf dem Dach. Also wenn wir Ult-Beschleuniger hat, her damit. Na klar. Body Shield here. Ich habe gestern um 0.30 Uhr mit Freunden was trinken, war gestreamt, geschminkt. Vielleicht ein Ausschnitt. 12 Uhr im Schnitt. Hatte ich schon lange nicht mehr. Bitter. Ich sag ja. Weil du auf Twitch mit ein bisschen Ausschnitt streamst und nicht komplett kacke aussiehst, hast du doppelte Zuschauerzahl. Was? That and true. Achso, und du musst weiblich sein, bevor hier das falsch verstanden wird. Diskriminierung. Es ist halt einfach, weil die Zuschauerschaft männlich ist. I call for the meninism. Das ist einfach, weil die Zuschauer oft männlich ist und sich das angucken will. Hat ja nichts mit Diskriminierung zu tun an der Stelle. Das ist ja eher, die wollen das sehen. Forget that. Aber Lumi, dann musst du noch Just Dance streamen, ne? Das ist wichtig. Oder mit, hier VR-Chat. Okay, genau. VR-Chat habe ich noch nie. Also, das verstehe ich nicht, ob ich mir das angucken sollte. Tatsächlich. Ich auch nicht. Das ist. It goes over my nerve. Ja, da war ich schon überall, Ben. Mir egal, hier sind auch noch Sachen, die ich nutzen kann, weil du nicht angepinkt hast. Zum Beispiel Energy Ammo und einen Laufstabilisator. Lass mal hier noch gehen. Und dann ein Laufstabi war da noch. Flatline hier. Genau, so wenig wie die Heavy Ammo hier angesagt wurde. Oder die Schrottflintenbot. Du hast nicht gesagt, dass du Heavy Ammo brauchst. Ich brauche einen Schrottflintenbot, so einen Shotgun Bolt. Lilan. Den habe ich angesagt. Die höheren. Da trage ich noch gerade dabei. Die Schminke hat mehr ausgemacht. Könnte ich auch sein. Sir, Fire Rate, Upgrade. Ultimate Accelerant hier. Heavy Ammo hier. Ne, habe ich schon auf Maximum. Also noch der Light Ammo hat. Ultimate Accelerant hier. Das kann ja so. Ultimate Accelerant hier. Light Ammo, Moment, willst du. Ja, ich habe nicht so viel übrig eigentlich, dass ich jetzt unbedingt abgeben will. Light Ammo kann ich einen Stack abgeben, habe ich extra mitgenommen, ich brauche nicht. Hier ist noch Light Ammo. Light Ammo hier. Shotgun Ammo hier. Alternator hier. Kannst du dich für Streams schminken, wenn du dich damit wohlfühlst, Lumi? Machen da sich ganz viele Frauen, die das vor allem professionell. Ist wirklich ein Gegner? Ups. War auch falsch gepinkt. Nevermind, forget that. Warning. Und da sind ganz viele Frauen, die. Sind wir nah am Rand? Nee, sind wir nicht. Wir sollten den Ballon nehmen, der hier ist. Ey, warte, ich hol noch eben das Ding hier. Achso. Gib mir dein Ding! Oh, penetrier mich. Der Lootstoppsauger ist bereit! Gestaubsaugt.
Ich hab 12 Steel Cells. Braucht die irgendwer? Check it out, care package. Ich hab gar keine. Achso, ich hab übrigens sowas. Ich tausche gegen das. Close Range. Close Range für die SMG? Danke. Jo. SMG-Pistolen-Schrotflinten ist das. Es gibt mehrere ungeschminkte Lumi tatsächlich. Du bist nicht die einzige, die sich nicht schminkt, aber das sind halt eher die kleineren Streamer, die sich nicht schminken. Frage ist, wie rum die Korrelation ist. Ob die sich erst schminken, wenn sie größer geworden sind, oder ob sie sich schminken, damit sie größer werden. Wohin? Zum nächsten Ballon. Würde ich behaupten. Ja. Das ist das Beste. Ist übrigens ungelootet tatsächlich. Ach, fuck my life. Aber keine Zeit. Also so viel Damage macht die nicht. Wenn du Syringes findest, ist eigentlich safe, tatsächlich. Ich habe eine Lifeline. Oder Lifeline, mit Lifeline ist total noch viel... Gemacht. Lifeline ist doch total noch viel mehr safe. Wir können einfach hier looten. Wenn wir Lifeline haben. Dann ist doch komplett... Ich flieg schon los. Bye. Ich auch. Great time. Och, Jungs. Wo müssen wir lang am besten? So viel Geiles liegt hier auch nicht. Muss ich feststellen. Sieht ja gar nichts Gutes. Ach man. Wo ist meine Cam? Meine Cam habe ich deaktiviert, weil es noch Tag ist und dann funktioniert es mit einer Lichtsituation hier gar nicht. Hat wer eine Prowler von euch? Nee, oder? Nee. Die sieht dann richtig kacke aus, die Cam. Das riecht Augenkrebs. Ja. Mir ist auch schon gelootet. Ich cheat mal ein bisschen, um zu euch zu fliegen. Hui! Ich bin fast bis zu euch gekommen mit meinem mit dem Ballon, den ihr auch genommen habt. Ihr schießt. Ihr solltet vielleicht erstmal heilen. Oh. Ja, komm ran hier. I'm on my way! Gib mir den Zoom. Wie machst du das denn im Sommer? Wahrscheinlich tagsüber nicht streamen, keine Ahnung. Kein Greenscreen benutzen oder das umstellen? So, wo wollen wir hin? 15%, dann habe ich meine Ult wieder. Supply bin hier. You got bamboozled. Peacekeeper hier. Peacekeeper hier. Ja, ich hab mal ein bisschen Light-Ammo hier hingelegt, 80 Schuss. Ich hab keinen Platz mehr für Light-Ammo. Jetzt hab ich genug. Ich hab 3 Stacks im Winter. Weil ich vielleicht 180 Devotion-Ammo-Reserve hab. Ja, da. Würde ich sagen. Aber nee, eins ist näher, ja. Da oben auch. Sending out my decoy. Sniper stock hier. Level 3. Ich habe kein Visier bis jetzt für die Sniper, aber da sind Leute. Auch noch ein Visier für mein Sniperchen. Oh, Moment mal, Sniper ist doch Level 3. Den hätte ich gern. Ah, oh, fuck, ich bin... Da oben ist einer drin. Boah, den Sniper. In der Hütte ist einer drin, hundertprozentig. Boah, den Sniper ist doch gar nicht. Hab ich gerade gescannt, da war nix. Ach, du hast gescannt. Ach, ich dachte, das wäre ein Gegner-Scan. Ist der Scan-Typ, hier sehe ich gerade. Hab gesehen, Ben. Wo habt ihr den Sniperstock angepinkt gehabt? Bist du? Da hab ich's gepinkt. Warum liegt denn der dort? Der lag da, den hab ich da so gefunden. Was soll ich da sagen? Im Haus? Nee, nicht im Haus. Daneben. LOL! Jo! Brauch ich nur ein Visier dafür. Ja, ich hab ein Sniper-Visier für dich gerade gefunden. 4-fach bis 10-fach digital Schadensschütze Bedrohung. Das ist natürlich nice. Hier. Yeah. Das mir gibt's. Danke. Oh, ich hab beschossen. Vom Bunker, glaube ich. Ne, von da. Ich bräuchte noch bessere Optics für die Scouter ansonsten. Give him my shield to recharge. I'm taking fire. Kommen die alle wieder raus, die Hunde? Okay, wir müssen da oben lang. Ja. Was war jetzt? Enemy spotted. They look small. Reloading.
Ich hab fast kein Leben mehr. Wenn die mich treffen, bin ich wahrscheinlich instant down. Hier drin wird aber, glaube ich, auch gefightet. Wir können hier nicht. Ach, scheiße. Wir müssen hier durch. Soll ich dir was zu heilen geben? Ich kann. Ne. Drohne kannst du mir stellen, wenn du willst. Meine Schilde mache ich so voll. Komm, komm mit. Recharging Shield. Bin voll. So. Oh, hier ist ein World Drop. Ja, gut. Ich hab zwei Phoenix Kids und einen legendären Rucksack. Das ist natürlich gut. Das ist richtig nasty. Geil. Ja, wir haben Lifeline, das ist alles gut. Everything will be fine. Gehittet werden. Rutscht auf den Knien lang. Coming for the Zug. Kannst du uns, während du rutscht, auch heilen, ne? Oh, geh ich direkt vor uns. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Klar. Ult, Bengalo Ult. Alright, killed an enemy. Hab sie. Hast du alle? Das war der letzte, ja. Ich brauche eine Drohne, Vincent. Hier. Body shield here. Level 3. Optics here. Mid-range. Noch ein Phoenix Kit. Hier ist noch ein epischer Schild. Echt? Danke. Und ein guter Helm auch. Ein fucking Phoenix-Kit auch noch. Ich hab ja auch noch Phoenix-Kit drin gehabt, die habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich noch eins hab. Wir werden ange. Ich glaube, ich bin Gegner. Ja, ich hab Gegner über uns. Hier. Wow. Oh Gott, sind die. Ich bin down. No. Die schießen halt erst auf euch und ich bin down. Ah, ekelhaft. Pusht. Werd mal safe. Mach das mal. Na, Lumi, wie läuft's so bei dir? Wie laufen deine Games so? Ben? Nein! Ich bin schon lange down. Was willst du von mir? Marvin! Das wärst du. Ich bin der Erste, der down war. Ich hab den Gegner, der ankam. Ich hab den gedownt. Die leben aber noch, ne? Ich benutze jetzt ein Phoenix-Kit, ne? Ich glaube, ich komm Granaten geflogen gleich. Ich würde mich gerne bewegen ein Stück. Okay, move. In der falsche Richtung, wir müssen gehen zur Richtung Ben. Hilfe! Du rennst halt meine rein. Meine Güte, sag das doch vorher an! Hab ich doch gesagt. Es war doch logisch, wenn ich in den Gegner reinrenne jetzt. Oh. Ich dachte, ihr wollt die Gegner holen. Hier sind eh schon Gegner. Oh, der hat. Die sind halt komplett da oben. Oh, ich nutze Phoenix. Marvin hier. Gut. Ich hab halt nichts für die Range. Ja, wir können noch nach hinten rum, tatsächlich. Lass nach hinten rum, go. Hast du Phoenix Kit genutzt? Ja. Nee, hatte ich nicht, warte. Setz noch Drohne. Die haben nur 10 Sekunden, sonst schaffen wir es nicht mehr, wenn ihr jetzt noch dort stehen bleibt. Geht los.
Wie lange hat deine Drohne cooler, Vincent? Wenn hast du noch Schilddinger? Ja, ich hab noch Schilddinger und ich wollte erst laufen und dann holen. Ach, komm schon. Give him my shield to recharge. Noch ein Bird Drop tatsächlich. Der kommt da gerade sogar noch. Da sind zwei Bird Drops. Ich fordere gerade auch noch was an. Hast du eine Drohne, Vincent, oder? 8 Sekunden noch. Okay. Dann nimm kleine Heals, Marvin. Hier, ich droppe dir welche. Komm. Ich hab. Ich wollte nur, wie gesagt, wenn du so redest. Noch ein paar Syringes gefunden, Vincent. Danke. Das ist kurz, was wir gerade hatten und noch eins, ne? Ich würde dort vorne zu den Drops gehen wollen. Magst du? Da, die beiden, ja, okay. Ja. Es ist super kurz und hat, also du hast wenig Reichweite und das ist dann ziemlich, hier ist eine Mastiff. Also die können doch hier über uns rauskommen, ne? Hinter uns. Ja, ich weiß. Was ist eine Mastiff? Schrotflinte? Ja, ist eine Schrotflinte, mit der musst du aber zielen, sonst wird's ekelhaft. Die hat ein horizontal, also wirklich fast eine Linie. Oh, das ist das Scope da, Level 3. Also, die hat fast eine horizontale Linie als Spread, deswegen ist die aus der Hüfte kacke. Du musst mit der zielen, da hat die quasi wie so ein Choke bei der Peacekeeper, ohne dass man den aufladen muss. Mhm. Wo können wir uns am besten hinpflanzen? Keine Ahnung. Die Richtung, da kommen die wahrscheinlich. Können es auch da reinpflanzen. Ich würde aber tatsächlich irgendwie jeder durch diese Deckung und dann müssen wir die im Kreuzfeuer haben. Wäre mein Tipp. Oder mein Versuch. Oh, hier oben kann man rauf. Was, haben nur keine Deckung da oben, ne? Das ist ein bisschen. Okay, ihr seid da. Dann würde ich nicht so weit vorne stehen, wenn ihr so weit hinten seid. Hier kann auch noch jemand drin sein, ne? Irgendwo. Also ein bisschen careful. Wenn ich die hier so früh abfange, das geht nicht. Ich will aber eigentlich nicht, dass die in die Häuser kommen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich will nicht, dass die hier sich übelst gut einbunkern können. Hauptsache, ihr habt eure Waffen nachgeladen. Alles für dich. Dirn ist auf. Alles gemacht. Wir haben das nicht aufgeladen. Da kann ich auch nicht helfen. Drei verbleibende Squads. Wir haben noch eins. Nur noch ein Squad, oder? Ja. Die können auch da lang kommen, theoretisch, wo wir waren, glaube ich, oder? Ja, unwahrscheinlich. Ja. Wenn sie... Können sich da hinbewegen, wo ich... Also wenn sie an die Wand lang... Wenn sie in den Ausgang kommen, sehe ich es. Ich würde warten, bis sie in eure Reichweite auch gelaufen sind, wenn sie mich nicht direkt entdecken. Wenn die von hier nicht kommen, dann müssen die von da kommen, denke ich mal. Ja. Aber bei mir ist hier noch nichts. Aber guck noch eine Weile drauf, die können, kannst relativ lange in die Zone gehen. Ah, ich hab gescannt, hier ist nichts. Okay, na dann. Dann müssen sie von dort kommen. Kann sein, dass ich da hinten was gesehen habe. Soll ich Ulten nachmachen? Machen? Dann sehe ich es vielleicht besser. Du siehst dann ein bisschen größere Reichweite. Ich meine, wir sind immer noch in der Zone. Ben ist hart in der Zone, also. Oh, die sind noch da ganz weit hinten, in diesen komischen... Ne, die sind da, die sind da, ich hab sie gesehen. Und die haben mich auch direkt entdeckt. Zwei Leute sind schon hart gehittet. Und keine Vision von hier aus. Ich weiß. Guck mal ein bisschen in deine Richtung. Die smoken. Laufen wir vor. Wenn die jetzt smoken, ist das ganz gut, weil dann haben sie keinen Smoke, dann kann ich sie nämlich von hier beschießen. Ihr bleibt da safe, ne? Wenn ihr euch heilen müsst, in irgendeiner Form heilt euch. Ich lauf nach hinten rum. Give him my shield to recharge. Hit, Schild ist weg von ihm. Da oben. Hit, ein, 30. Ich treff nicht. Ein genockt. Da hinten ein genockt. Oh, jetzt muss ich mich heilen. Ben, heil dich. Ja, bin dabei. Das war ein dicker Hit in den Kopf. Bin geheilt. Die müssen in unsere Richtung kommen, sie können halt hier gut.
Der muss sich auch wieder heilen. Die müssen sich wieder heilen. Lauf mir hoch. Einer knockt. Noch einer knockt. Der letzte ist ein Wraith. Kommt hier. Vincent. Nice. Das war einfach outplayed. Der war schön, dass wir hinten rumgelaufen sind, anstatt dort komplett weiter zu fighten. Ja, da hatten wir die bessere Position definitiv. Und wir haben sie von zwei Seiten geflankt. Es waren sogar praktisch drei, ich war zwischen euch beiden, deswegen, also die waren völlig gepinnt. Schön gespielt. Ja. Unglaublich, die haben sich halt übelst gegengeheilt, ne? Bei dem Damage siehst du das. Ja. Ich hatte halt die meiste Zeit am Ende einfach keinen Schuss fällt.